bei Let's Play Eterna und auf geht's zu diesem Boss hier. Tariel oder so, ganz komisch. Na gut. Meteor. Boah, doch komm. Ja, du bist so unnütz bei diesen Kämpfen und ich hau dich jedes Mal wieder rein. Was? Aua! Meteor hat nichts gebracht, da kriegst du eben einen Kugelblitz ab. Ich glaube mich auch nicht. Ich dachte Meteor, Feuer. Na gut. Ja, das Inferno ist natürlich schon rein. HP das hat. Maschen heilen. Aber ich denke, es geht schnell da unten durch Inferno. Ist geschwächt, ich wüsste es. Ich wurde vergiftet, ist geschwächt. Oh, komm. Und wo war es? Allheilung irgendwie, oder so heißt das ja. Ha, das ist so perfekt, Allheilung. Aua, reicht mich das Vieh schon wieder. Achso, das kommt jetzt schon. Eigentlich meinen Brandzustand setzen, den es leider hier in diesem Spiel glaube ich nicht gibt. Genau wie vereist oder sowas. Einer von, ja. Aber versteinert gibt's. Hm. Schade eigentlich. Was? Wie? Wo? Und warum überhaupt? Doch ganz schön viel HP. Naja. Wird ja eh gleich der Umfall. Viel dürfte es nicht mehr haben, denke ich. Es ist aber unglaublich, wie ich mich nur an diesen einzigen Gegner erinnern konnte. Yay, besiegt. 20.000. Wow. Kann man hier auch heilen? Natürlich nicht. Na gut, gehen wir erstmal da rein. Gucken. Da ist der Siegelstein. Bist du dir sicher, dass wir das Symbol benutzen sollen? Ich bin auch skeptisch. Wir wissen nicht genau, was hinter dem Tor ist. Ich schwöre, dass dahinter meine Göttin ist. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Dann setze ich das Symbol jetzt ein. Aber es ist ja in drei Teile zerbrochen. Vielleicht wird sich das Symbol automatisch zusammenfügen, wenn du es in die Vertiefung legst. Okay, ich probiere es aus. Es wird klappen, das Symbol ist wieder ganz. Können wir das Symbol wieder mitnehmen? Ich denke schon. Bei dem anderen Siegel blieb die Tür auch offen. Klappt auch. Ich bin schon gespannt auf die Göttin. Lasst uns reingehen. Die Göttin ist ja nackt. Erik, mach die Augen zu. Lass ihn doch. Anscheinend kann er ja gar nicht genug von ihr bekommen. Jetzt hört schon auf. Was kann ich denn dafür, dass Daenerys Göttin nackt ist? Lebt die Göttin? Lebt die Göttin noch?
Sie atmen zumindest. Göttin. Seid ihr wach? Sie wacht auf. So lang geschlafen. Seid ihr wirklich eine Göttin? Ich bin die Mutter alles Lebens. Und wer seid ihr? Wir sind eine kleine Gruppe, die euch gesucht hat. Unsere Welt ist in großer Gefahr, deswegen wollen wir euch um Hilfe bitten. Ich verstehe. Warum seid ihr eigentlich gefangen? Der Vater hat mich eingesperrt, weil er die Welt allein beherrschen wollte. Er wollte seine Macht mit niemandem teilen. Das ist nun schon viele Millionen Jahre her. Erzählt mir, warum ihr mich um Hilfe bitten wollt. Ein böses Wesen, der gehörnte, hat eine Armee von Untoten heraufbeschworen und will alles Leben auf der Welt auslöschen. Wir haben alles versucht, aber wir schaffen es nicht, ihn zu stoppen. Und euer, Mann ist tot. Ich verstehe, aber im Moment habe ich nicht die Kraft, um mich so einem mächtigen Wesen zu stellen. Wenn die Zeit reif ist, werde ich euch helfen. Solange müsst ihr versuchen, das Wesen aufzuhalten. Dann müssen wir uns den Behörden also stellen. Ich hoffe, ihr kommt rechtzeitig wieder zu Kräften. Göttin? Ich? Du brauchst nicht verlegen sein. Ich weiß, dass du eine Anhängerin der alten Religion bist. Es erfüllt mich mit Stolz, dass es immer noch Menschen gibt, die mich nicht vergessen haben. Und ich bin glücklich, dass ihr ja noch am Leben seid. Ich habe die ganze Zeit an dich geglaubt. Ich danke dir für dein Vertrauen. Nun müsst ihr euch aber beeilen. Ja, es wird Zeit, dass wir die Behörden endlich vernichten. Gut, aber vorher können wir noch. Wo war das? Da. Nun gehen wir aber trotz allem einkaufen und uns ganz heilen. Übernachten, ja. Und alles einkaufen, was geht. Weil es wird, glaube ich, jetzt das letzte Mal sein, dass wir in den Dungeon reinkommen. Wo habe ich den nicht geschnitten? Hey! Nach unten. Kaufen. Davon. Ach, davon haben wir noch so viel. Aber das macht sich auch nicht mehr aus. Wir haben so viel von diesem Zeug hier. Lebenselixier habe ich auch genug. Ich glaube echt Zauberzeug ist hier das Wichtigste, aber davon habe ich. Boah. Nein, nicht Lebenselixier. Nehmen wir da einfach. Davon noch ein paar mit und dann ein Zauberkraut und schon hat sich die Sache. Obwohl wir noch Sachen verkaufen können, ach egal. Ich bin eh bestimmt overpowered da schon. Komm, na, na. So. Ich habe bei diesem Mord ein komisches Gefühl. Ich spüre nichts. Ihr habt recht, etwas ganz Gefährliches lebt in dieser Höhle. Okay, dann halten wir eben die Augen offen. Und da wo runter gehörte? Ja, klar. Scheiße. Dumm. Ich hoffe, ich komme nochmal zurück. Da raus. Dann gehe ich nämlich nochmal in die Grube schnell. Und räum da erstmal auf. Wollt ihr zurück zum Schiff? Ja. Ha, perfekt. Speichern und rein hier. Schriftrolle Donnerdrache, mystischer Stab, Sense, Rosenregen. Also, geben wir erstmal Donnerdrache dahin, den Rosenregen dahin und die Degeneration dahin. Und jetzt die Sense dahin und da den Stab. So. Findest eine Schriftrolle mit einem uralten Technik. Erik lernt die Technik 10 Klingen.
Hier hätten wir gar nichts. Wow. Ja. Muss wohl so sein. Verlorene Seele. Ich weiß nicht, ob Rosenring was bringt. Und Nova, keine Ahnung. Einfach mal probieren. Was ist Degeneration? Lässt den Gegner Kraft und Feuersäulen. Einfach mal probieren. Wird nicht betroffen, war gut. Danke nicht. Aber gut, ich weiß, dass ich nicht. Boah, 10 Angriffe ist echt heftig. Das kostet so viel. What? Say what? Übel. Übel. Alter. Heftig. So, Drache. Einfach mal gucken. Hat Nova jetzt was gebracht? Untote vernichten bestimmt nicht. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Aber das braucht auf jeden Fall. Donnerdrache, wow. Na gut, nicht. Das Vieh ist bestimmt wieder down. Mit 10 Angriffen. Was? Übertrieben? Übertrieben? Extrem heftig. Ach Gott. Nein. Und Inferno darauf da. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott. 20.000. Wohohoho. Technik. Das haut natürlich rein. Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viel bis zum nächsten? Zu viel. Auf jeden Fall. Irgendwie geht's hier überall weiter, aber. Da geht's auch viel richtig weiter. Oder geht's hier richtig weiter? Gut. Einmal Gegner noch besiegen und dann muss ich eh. Cut machen. Gott. Ja, Untote sind das bestimmt nicht, oder? Eigentlich nicht. Nein, mal einfach mal probieren. Und auf. Ja. Genau da. Ach man. Ich reg mich jetzt schon auf. So richtig. Ach komm. Jetzt fürs Iron. Ja, jetzt wirst du richtig Iron. Hey, die Sendung sah cool auf. Und du startest auch cool auf.
so schaffbar sein. Ja, also. So. Ich hätte mir Geld aufbewahren sollen. Na gut, egal. Speichern und bis zum nächsten Mal. Ich bin euer MK Indiana Jones.